Flexi. Leute, Mascha und der Bär verfolgen uns. Aus diesem Grund werden wir uns heute verteidigen, Mann Flexi. Irgendwo hier müssen sie in der Nähe sein. Mascha und der Bär, die beobachten uns schon die ganze Zeit. Aus diesem Grund haben wir uns überlegt, dass wir zwei sie heute mit euch zusammen beobachten werden. Alter. Deshalb, Leute, lasst alle mal ein Like da und sagt jetzt, Leute, wo ist Mascha und der Bär? Mascha und der Bär in real life und wir werden sie mit euch finden. Flexi, was hast du eine Idee? Weißt du, wo könnten sie sein, Mann? Sie können überall sein, das ist das Problem. Überall können sie sein. Leute, Mann, lasst einen fetten Like da jetzt auf mal und dann gehen wir sofort auf die Suche und suchen mit Wir ihnen. Suchen jetzt Mascha und der Bär mit euch zusammen. Auf geht's! Wir haben jetzt 15 Minuten nach Mascha und dem Bär gesucht und nicht gefunden. Flexi, hast du eine Idee, wo wir suchen könnten, Mann? Wenn wir sie jetzt einfach nicht finden, dann können wir doch einfach an den Computer gehen und sie im Internet suchen. Hey, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Wir gehen ins Computer rein und dann suchen wir sie und vielleicht finden wir sie sogar in dem Spiel. Ja eben, weil es viel besser, dann müssen wir nicht rausgehen und das um 3 Uhr. Wenn ihr denkt, dass es eine geile Idee ist und wenn ihr denkt, dass wir am Computer jetzt im Internet nach Mascha und dem Bär suchen sollen, dann lasst einen fetten Like da, Mann. Wir könnten aber auch Drohne fliegen. Weißt du was? Das hatten wir schon mal. Das heißt, wir gehen jetzt an den Computer und suchen Mascha und der Bär live. Aber unser hartes Werkzeug, unsere Verteidigungswaffen legen wir weg, oder? Nein, die nehmen wir mit zur Verteidigung, falls sie echt extra auf uns zukommen. Wisst ihr was, Freunde? Wir gehen jetzt mit euch an den Computer. Kommt mit und schaltet nicht ab, Alter. Freunde, schaut mal, was wir im Internet entdeckt haben. Wir sind bei Mascha zu Hause, Leute. Oh mein Gott, seht ihr, das ist die Originalhütte von Mascha. Alter, und Mascha geht da jetzt raus. Oh mein Gott, der Bär ist auch noch da, Mascha Freunde. Und der Bär. Was geht denn jetzt ab? Was machen die zwei? Beide sind jetzt da vor ihrer Hütte? Die spielen zusammen, oder was? Das sind doch Nachbarn, das sind Freunde eigentlich. Alter, Mascha geht rein, Leute, was passiert denn jetzt? Heftig. Mascha ist jetzt in ihrer eigenen Hütte drin. Seht ihr das? Oh! Schaut euch das mal an, das wie ist ihre Küche, oder? Mascha aussieht. Die, ihr Kühlschrank, ihre Küche, ihr... Oh mein Gott, mal. Sogar einen Fernseher haben die. Sollen wir den Fernseher mal anmachen? Schaut Camel und Flexi auch auf eurem Fernseher. Und lasst ein Like da. Schaut das Video bis zum Ende. Es wird noch richtig krass. Leute, ich mach mal den Fernseher an, oder? Alter, wir machen den sofort wieder aus. Das ist ja brutal, habt ihr gesehen? Da läuft gar nichts. Oh mein Gott, Flexi, sollen wir hoch oder runter gehen? Es gibt noch einen zweiten Stock? Alter, hier ist ein Vorratskammer. Was ist das hier? Alter, natürlich, der Bär liebt Honig. Jeder Bär liebt Honig. Hier ist ein riesen Honigfass. Und der Bär isst immer mit seinen Händen den Honig. Mmh, schaut euch mal an, lecker, wie lecker, viel lecker. Das ist, Leute. Fahrradsäge, eine richtige Vorteilskammer. Junger Vater, und Leute. Und das ist jetzt der zweite Stock von Maschas Zuhause. Hier schläft die Prinzessin. Schaut euch mal an, wie groß das ist. Wahnsinn. Ein Riesenbett und sogar ein Kamin. Und guck mal, Flexi, ein Bild vom Bär an der Wand. Warum das den Nachbarn und den Freunden ist ein Märchen, Cayman. Deshalb hängen jetzt vom Bär auch Bilder an der Wand. Leute, Mann, ich würde sagen, wir erkunden jetzt zusammen mit euch Maschas echtes Zuhause. Maschas echte Welt. Die Hütte hat mal schon. Jetzt gehen wir raus, live mit euch zusammen. Oh mein Gott, guck mal, der Bär und der Vater vom Bär. Oh mein Gott, der Bär. Komm, wir folgen dem Bär, oder? Was macht der Bär? Wohin geht der Bär? Wenn ihr das wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Mascha und der Bär, einfach unzertrennlich. Guckt euch das an und schaut euch mal an, wie schön diese Riesenwelt eben ist, Freunde. Und es stimmt, Mascha und der Bär, wo wohnen die? Im Wald? An einem wunderschönen See? Wahnsinn, guck mal. Krass. Sollen wir schwimmen gehen mit euch, Freunde? Kann Mascha schwimmen? Wir finden es jetzt das mit wissen euch wir raus, gar nicht. Oder, Leute? Ah, sie angelt auf jeden Fall. Der Bär geht auch schwimmen. Ich gehe auch schwimmen, Leute. Oh, guckt euch mal den Leute, an. Mascha ist unter Wasser. Oh mein Gott, und der Bär schwimmt. Oh mein Gott, alle beide schwimmen, Mascha und der Bär. Wie cool ist das denn? Im See. Leute, Mann, schaut euch mal an, wie Wahnsinn das ist. Was für eine schöne Welt, könnt ihr euch das vorstellen? Ist ja auch wie ein Märchen, Mascha und der Bär, das Märchen. Heftig, Mann. Und die schwimmen beide echt Susanne im See. Wahnsinn. Wahnsinn. Guck mal, sie ist so glücklich. Mascha freut sich über alles, Flexi, und ihr hoffentlich auch. Ist doch normal. Schau dir mal die Landschaft an, die ist wunderschön. Oh mein Gott, hier ist eine ganze Wasserwand. Wasserfall. Ein Wasserfall, Leute. Das ist ein Wasserfall, wo man rein und rausgehen kann. Das kenne ich aus Filmen. Echt? Ja. Schaut euch das an, wie cool ist das denn? Wunderschöner Berg. Und schau, sie ist immer noch im Wald. Weil Mascha und der Bär wohnen beide im Wald. Ich würde sagen, da vorne habe ich noch einen Krankenwagen gesehen auf dem Hügel. Habt ihr den Krankenwagen auch gesehen, Leute? Läuft da Mascha hin? Zug? Bahngleise. Tutu! Thomas, der Zug oder Chuchu Charles? Was ist, wenn die jetzt kommen? Wir müssen schnell weg. Oder sollen wir den Gleisen folgen? Echt jetzt? Thomas, der Zug ist auch in der Welt von Mascha und der Bär? Ich weiß es nicht. Guck mal, die. Aber warum sind da Schienen? Wahnsinn. Wohin führen die Schienen? Wir folgen den Schienen jetzt mal, Leute. Oder wo kommen die her? Dran.
Leute, bleibt bis zum Ende des Videos dran und lasst alle nochmal ein Like da. Wohin führen diese Schienen? Schau mal, die Schienen. Gleise. Führen da vorne, zu dieser Hütte. Da ist eine andere Haus. Wir fahren doch dort dahin, oder? Da ist auch ein Zug. Leute, da ist ein Zug. Thomas, der Zug. Leute, ihr seht es. Wir gehen hin sofort zu Thomas, der Zug. Nein, oder? Ist es Thomas, der Zug? Vielleicht können wir da rein, Leute. Wo ist die Lok? Wo ist die Lok? Ist es Thomas, der Zug, Exe? Oh mein Gott, und? Oh. Es ist nur der Bruder von Thomas, der Zug. Es ist nur der Bruder von Thomas, der Zug. Thomas, der Zug sieht anders aus. Blau und hat ein Gesicht. Aber das sieht aus wie ein Bahnhof, oder? Vielleicht können wir hier was öffnen, irgendwelche Türen. Kommen wir rein? Nein, alles verschlossen. Das ist so ein kleines Ding. Aber da ist noch ein richtiges Haus. Oh mein Gott, kann einer von euch Russisch? Hier steht was Russisches. Ich kann's nicht lesen. Ich auch nicht. Egal, schauen wir, ob wir reingehen können. Vielleicht sind wir es geschafft. Leute, wir sind gerade im Bahnhof, in dem Haus, live mit euch zusammen drin. Vielleicht können wir jetzt irgendwo anders hinfahren, in ein anderes Dorf. Schau mal, was alles in dem Haus drin ist. Nein, Leute, im Bahnhof ist ein Mini-Bahnhof, oder wie, oder was? Wie krass ist das? Das Mini-Zug, Thomas, der Zug in klein. Alter, das ist Choo-Choo Charles, oder? Der macht aber nicht Tut-Tut. Wahnsinn, und hier ist ein Bett. Da schläft jemand, da schläft Thomas. Meinst du? Oder der Bär, oder Mascha. Oder alle drei. Oder der Vater von Mascha. Stimmt. Gibt's da noch mehr? Sollen wir da reingehen, Freunde? Ich will unbedingt sehen, was da drin ist. Ihr wollt es noch aussehen. Lasst ein Like, dann abonniert diesen Kanal. Abonniert es komplett kostenlos hier für euch. Ich bin gespannt. Das geht nicht. Die Tür ist zu. Die Tür ist verschlossen. Nein. Vielleicht müssen wir den Schlüssel finden. Wir müssen unbedingt den Schlüssel finden. Vielleicht hat der Bär den Schlüssel. Alter, wir gehen sofort auf die Suche nach dem Schlüssel. Leute, unsere Mission ist, einen Schlüssel zu finden. Vielleicht im Zug. Im Zug haben wir schon. In die Lokomotive. Aber innen drin. Alter, Flexi, wir gehen jetzt erstmal zu dem Krankenwagen, Freunde, den wir gesehen haben. Was ist das? Wald! Oh mein Gott, siehst du? Blumen! Alles voller Blumen! Sonnenblumen, wie schön sind die! Leute, schau dich das mal an! Da kann man sich gut drin verstecken. Ich sehe nichts mehr. Oh mein Gott, guck mal. Alles voller Blumen, oder? Wow. Sind echt viele, 100 Stück Minimum, 1000! Wahnsinn, guckt euch das mal an. Und da geht's zurück in den Wald, oder wie? Wir folgen diesem Pfad, oder? Ja, das ist ein Weg und der Weg ist extra für Mascha und den folgen wir jetzt hinterher. Wie in einem Märchen, es ist Wahnsinn, guck dir das an. Die süße Mascha, wie fröhlich sie lacht, Leute. So happy haben wir sie noch nie gesehen. Ja, im Wald und keiner ist da, außer der Bär. Schau mal, Mascha schaut nach oben. Da oben ist was. Da oben ist was. Leute, seht ihr das? Ganz oben auf dem Berg ist irgendeine Kleinigkeit. Sollen wir da hingehen? Kann man da hoch? Können wir klettern? Oh mein Gott, die Mascha kämpft. Oh, sie kämpfen. Wir können hoch auf den Berg. Da oben ist irgendwas. Ich will unbedingt wissen, was auf diesem Berg ist. Da ist was, Leute. Seht ihr das? Alter, das ist heftig. Leute, das habe ich noch nie gesehen, sowas. Ein Krankenwagen auf dem Berg. Ein Auto auf dem Berg? Warum? Wie kommt das Auto dahin? Das kann doch nicht hochgefahren sein. Alter, das geht echt nicht. Und der ganze Berg ist voller Schnee. Ihr seht es ja. Schau mal, ob irgendwas in dem Wagen drin ist. Bist du sicher, Mann? Was ist, wenn da der Bär drin ist, Flexi? Der Bär war unten die ganze Zeit. Niemals kann der Bär da drin sein. Schau mal rein. Da ist irgendwas drin, Leute! Oh Gott. Oh. Hättest du das gedacht, dass das da drin ist, Flexi? Ihr lasst einen fetten Like, dann schaut das Video bis zum Ende. Wie kommt das Auto auf den Berg? Kann man das runterfahren? Nein, Mann, nicht. Man kann nichts machen. Hier steht einfach nur ein Auto auf dem Berg alleine. Das ist Wahnsinn, habe ich noch nie gesehen. Aber wir haben den Schlüssel immer noch nicht gefunden. Den Schlüssel zu dem Zimmer im Bahnhof, Leute. Vielleicht ist es bei Maschas Hütte drin. Sollen wir noch mal in die Hütte gehen? Im Versteck, ja. Okay. Weil ich würde den Schlüssel auch bei mir zu Hause bewahren, oder nicht? Du hast recht. Wir sind für eine geheime Türe behalte ich den Schlüssel zu Hause. Oh mein Gott, guck dir mal an, die Ziege. Eine Ziege? Was? Das ist eine Ziege. Das ist doch die Ziege, Mann. Oh mein Gott, du weißt, die Ziege ist böse. Die geht zu uns nach Hause. Was will zu die Mascha. Da? Alter, weg da, geh weg. Hinterher. Die ist drin. Wir müssen hinterher. Hey. Da ist die Ziege. Blöde Ziege. Weißt du warum? Die isst immer das ganze Essen auf, dann habe ich nichts mehr zum Essen. Blöde Ziege, raus aus unserem Haus. Geh die raus. Die isst das ganze Essen auf. Raus. Den ganzen Winter haben wir nichts mehr. Du musst aufpassen, der Honig. Da drin ist der Honig für den Bären. Oh mein Gott. Wenn die Ziege den ganzen Honig auf isst, ist der Bär sauer. Das ist ja Ziegen, die ist richtig stur. Die lässt in unserem Haus und die stinkt. Warum geht die nicht raus? Und schau, da sind überall Bilder von Mascha und dem Bär. Warum? Weil das Freunde sind. Leute, lasst alle mal ein Like da für die Freundschaft. Leute, wir gehen jetzt mal hoch. Wir suchen den Schlüssel vom Bahnhof. In der Kommode. Vielleicht in der Kommode hier. Im Schrank. Hier geht nichts. Hier ist nichts. Irgendwo. Irgendwo muss ein Versteck sein. Und da ist der Schlüssel drin versteckt. Lexi, schau mal. Oh, krass. Sportlich. Oh mein Gott, Mascha ist sehr sportlich. Wir müssen aufpassen. Nicht, dass wir hier runterfallen. Nein. Ha, pass auf. Ich mache die Ziege. Pass auf. Wir greifen die Ziege an, wenn sie unter uns steht, okay? Pass auf! Wir springen auf sie. In 3, 2, wo ist sie? Da ist sie, los! Raus! Pass
unserem Haus, nicht in die Vorratskammer. Sie will den Honig essen. Oh mein Gott. Oder liegt da vielleicht der Schlüssel? Ich hab geguckt. Da irgendwo muss doch der Schlüssel sein. Ich will endlich wissen, was in diesem geheimen Raum ist. Ich habe noch eine Idee. Wir könnten auf die Toilette gucken. Wo? Ja. Da, die Dusche. Und ihr seht es, da oben ist der Wassertank. Vielleicht in der Dusche drin? Schau mal. Schau uns um. Ist da was? Nee. Oh, das ist ein Schlitz. Da können die Leute durchgucken, wenn jemand duscht. Oh, aber nicht mal eine Dusche ist drin. Aber Mascha ist immer so glücklich, Freunde. Guckt sie euch an. Vielleicht da in diesem... Wow. Oh, habe mich keiner erschrocken. Raus, du. Die du, Ziege Kuh. Verfolgt uns. Die Ziege verfolgt Mascha. Oh mein Gott. Ja, Max, steckst du ein bisschen ab. Geh mal hinter das Haus. Hinter das Haus. Schnell weg hier, oder? Schnell weg. Wir folgen diesem Pfad wieder. Wir müssen auf jeden Fall den Schlüssel suchen, Freunde. Für dieses Ding. Diese Welt ist so schön. Dieser Schlüssel? Los, Taxi, in einem Baum vielleicht. Meinst du? Weil der Baum sieht anders aus. Da! Oh mein Gott. Kann man da hoch? Wir sind fast oben. Vielleicht ist der Baum. Ja! Der Baum sieht doch. Da! Oh, da ist die Türe, Leute! Ich hab dir gesagt, der Baum sieht ganz anders aus als die anderen Bäume. Und was ist? In dem Baum ist eine Türe. In welchem Baum existiert denn eine Türe? Kennt ihr einen Baum mit einer Türe? Schaut euch das mal an. Leute, wir gehen jetzt Gott, da rein. Gehen auf, wir gehen jetzt in den Baum. Da war noch keiner drin. Maschas geheimes Versteck. Wir gehen rein. Dann drücken wir jetzt auf 3 die Klinke. In 3, 2, 1. Ein geheimer Raum im Baum. Alter, das ist Mascha ihr Geheimversteck. Alles pink, Freunde. Hundertprozentig. Immer wenn Mascha Angst hat oder so weiter, versteckt sie sich Ziege. Hier in diesem Baumraum. Baumraum, Baumhaus? Das ist ein Zimmer in einem Baum drin. Wahnsinn. Krass. Krass. Ist da noch eine Türe? Da geht's raus. Da geht's raus, aber hier. Tische, Stühle, Schränke. Guck mal. Alles, was man braucht. Da versteckt sie sich immer. Eben, da ist sie geschützt vor der Ziege. Das ist ihr Lieblingsversteck. Gott sei Dank haben wir diesen geheimen Raum. Das war das Beste. Von Mascha gefunden. Da fehlt jemand. Wir können zusammen essen. Da fehlt noch der Bär. Wo ist der Bär hin? Der beste Freund von Mascha in dem Märchen ist der Bär. Aber der ist gerade nicht da. Wisst ihr was, Freunde? Wir suchen jetzt noch ein weiteres Geheimversteck mit euch. Vielleicht befindet sich dann dort der Schlüssel. Wir wissen es nicht. Vielleicht gibt es überhaupt noch ein Geheimversteck, Mann. Das Baum ist schon richtig krass gewesen. Ich komme nicht mehr raus. Wie, du kommst nicht mehr raus? Ich komme nicht mehr raus. Gibt es noch einen anderen Ausgang? Ich weiß es nicht. Wir kommen nicht mehr raus. Oh mein Gott. Steht jemand davor? Die Ziege oder so? Schau, die Tür ist zu. Die Tür ist zu? Da ist nicht mal eine Wand. Die Tür ist zugegangen. Wie kommen wir jetzt raus? Wir sind einmal reingegangen und kommen nie wieder raus. Wir sind jetzt für immer da drin gefangen. Wir sind gefangen, Flexi. Oder gibt es irgendwas Geheimes da drin? Ich gucke. Nein. Ein Hase? Die Tür geht auch nicht auf. Schrank geht nicht auf. Der Tisch nicht. Oh mein Gott, sie freut sich. Aber wie kommen wir denn wieder raus aus diesem Baum? Wir sind in einem Baum. Jetzt. Perfekt, Leute, Mann. Wir haben es geschafft. Und da vorne. Da vorne ist der Bär! Mascha und der Bär, die besten Freunde! Deshalb gehen wir jetzt direkt zum Bär! Da ist er! Was hat der Bär vor? Da steht der, Leute! Mascha und der Bär, ihm da ist der Bär! Ihm geht's nicht gut, Flex, wir müssen ihm helfen! Guck mal, ihm geht's nicht gut, Freunde! Was ist denn mit dem Bär los? Er läuft ganz langsam, er ist traurig! Bär, was ist denn? Wahrscheinlich, weil die Ziege ihm den Honig geklaut hat! Deshalb hat er nichts zu essen und deshalb läuft er jetzt rum und ist ganz hungrig. Er muss doch irgendwas essen. Ist doch alles in Ordnung. Hey. Was können wir denn machen? Wie können wir denn dem Bär helfen? Wir müssen überreden, damit er uns das Schlüssel gibt für diesen einen Zimmer. Vielleicht ist in dem Zimmer der ganze Raum voller Honig. Freunde, Mann, der arme Bär, wisst ihr was? Wir gehen jetzt sofort noch einmal auf die Suche mit euch nach dem Schlüssel, Leute. Und wenn wir den Schlüssel haben, dann helfen wir dem Bär. Ich bin mir ganz sicher, dass der Raum alles voll mit Honig ist. Und deshalb brauchen wir den Schlüssel, dass wir unserem Bären, unserem Freund helfen können. Ihr wisst es ja, Mascha und der Bär, die halten immer zusammen. Außer manchmal. Manchmal hat der Bär auch Anfälle und will Mascha wehtun. Aber das lassen wir nicht zu. Bis jetzt noch nicht, außer er kriegt seinen Honig, weil er ist hungrig. Deswegen. Und wenn ein Bär hungrig Flex, ist... Du hast sowas von recht. Er ist hungrig. Vielleicht finden wir einen Fisch für ihn. Komm. Ein Fisch? Er mag... Bären mögen auch Fische, ja. Der isst alles, Mann. Du siehst, der ganze See ist leer. Das ist eine Angel. Ja, für Fische. Aber ohne Fisch brauchst du auch keine Angel. Im Eimer ist auch nichts. Nicht ein einziger Fisch. Schau mal. Da ist kein Fisch drin. Oh mein Gott, ich komme ja auch nicht mehr raus, oder hüpfen. Was? Hüpfen. Mascha, du musst hüpfen. Du musst dich befreien, Mascha. Nein, wir sind noch kein Fisch. Der Eimer ist für Fische. Oh, Gott sei Dank. Du hast recht, wir haben es geschafft, Freunde. Weißt du was, wir gehen zurück zum Bär und dann nehmen wir den mit nach Hause und dann peppeln wir den wieder auf, damit es ihm viel besser geht. Weil bei unserer Vorratskammer haben wir noch ein Glas voller Honig. Ein einziges Glas. Und die Ziege ist Gott sei Dank auch weg. Das ist Maschas Schwester. Zweimal Mascha? Das ist nicht Mascha. Das ist Matruschka.
Und was macht die da? Matruschka. Aber das ist doch unser Zuhause von Mascha und der Bär. Alter, wahrscheinlich hat die Mutter von Matruschka diese rausgeschmissen und zu uns geschickt, zu Mascha. Und was ist mit dem Bär? Den suchen wir jetzt. Wo ist er? Bär, wir sind hier. Da ist er. Da, Leute, da ist der Bär. Er braucht unsere Hilfe, Mann. Leute, ich hab doch gerade noch den Bär gesehen. Und auf einmal ist der Bär weg. Alter, Leute, wir sind viel zu spät gekommen. Ich glaube, irgendwas passiert gerade hier. Zweimal Mascha, der Bär war da, auf einmal ist der Bär weg. Leute, nach Mann, einer Sekunde ist verschwunden. Das Video ist viel zu heftig, Mann. Was machen wir denn da jetzt? Wir müssen das Video jetzt unbedingt abbrechen. Was machen wir jetzt? Oh Mann.